Ich dachte, kurz und wollen irgendwie hin und überfahren. Dachte ich auch. Herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Wir sind endlich, muss man sagen, wieder mal unterwegs. Die Zeit der Freizeitparkbesuche ist im Moment erstmal beendet. Ferien sind vorbei. Fit sind wir auch wieder. Und deswegen haben wir uns heute eine Route ausgesucht, die wir so bisher noch nicht gelaufen sind. Und zwar laufen wir heute von Xanten über das schöne Städtchen Kalka bis zum Schloss Meuland. Seid dabei. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Christian hat ja schon gesagt, wir sind heute am Niederrhein mal wieder wandern. Eine für uns verhältnismäßig kurze Strecke, werden ganz knapp 20 Kilometer. Ich habe auch nur meinen ganz kleinen Rucksack dabei mit einer Flasche Wasser. Sollte die dann tatsächlich nicht reichen, dann muss ich noch mal eine Tankstelle ansteuern oder so. Wir haben jetzt schon das Gebiet rund um die Xantener Südsee verlassen und sind auf direktem Weg in Richtung Kalka. Da hoffen wir auf schöne Bilder. Kalka ist nämlich nicht nur das Kernwasserwunderland. Kalka ist auch eine der wenigen noch sehr gut erhaltenen Mittelalterstädte in NRW. Ja, und dann ist unser nächstes Ziel Schloss Meuland. Schloss Meuland gehört zu den wichtigsten neugotischen Bauten in NRW. Und der Name wurde geprägt von niederländischen Arbeitern, die der ehemalige Besitzer hat kommen lassen, um die Feuchtgebiete rund um das Wasserschloss trockenlegen zu lassen. Moi heißt auf Niederländisch schön und Land, Land, ne? Wir können also schöne Bilder erwarten. Bleibt dran, wir werden es uns angucken. Achteinhalb Kilometer haben wir abgerissen. Wir haben gerade Marienbaum verlassen. An diesem Ortsausgangsschild waren wir schon mal auf unserem Weg nach Kranenburg. Da sind wir auch genau hier diese Strecke lang gelaufen. Wir wissen also, jetzt kommt leider so eine Strecke mit viel Landstraße. Aber die Strecke insgesamt sind jetzt noch so circa 11 Kilometer. Also Auto und durch. Unterwegs kommen wir ja dann in Kalka vorbei. Da gibt es dann auch wieder was für die Augen. Bis gleich. Thank you.
Ihr habt ja, wenn ihr das Video gesehen habt, gesehen, dass ich beim Megamarsch das ein oder andere Mal umgeknickt bin und das uns dann am Ende auch die Zeit versaut hat. Ich habe mich auf jeden Fall nach diesem Megamarsch dazu entschieden, mir Einlegesohlen anfertigen zu lassen und bin damit heute das erste Mal unterwegs. Ich habe gesehen, dass ich immer nach innen knicke mit dem linken Fuß. Sieht man den Schuhen auch an. Ja, ich hatte keine Zeit, sie einzulaufen und dachte, dann mache ich das heute bei den 20 Kilometern. Dann laufe ich die heute einfach ein. Ich habe die dann nach 3 Kilometern ausgezogen. Ich weiß nicht, ob es noch besser wird, wenn ich sie ein... Also sie sind bequem, aber die Altras werden dann zu klein. Also die sind dann hinten an der Ferse zu eng, weil ich dann... Die sind zu dick. Vielleicht muss ich die noch platt laufen. Keine Ahnung. Oder ich muss noch mal andere ausprobieren. Ich könnte mir vor... Also es tut auf jeden Fall gut, darauf zu laufen, wenn dann nicht die Schuhe zu eng wären. Ich werde die mal noch ein paar Mal bei kleineren Ründchen abends anziehen und dann werde ich mal weiter berichten. Auch ein Stückchen Weißwein wäre jetzt gut. Ja. Viele Grüße. Derjenige fühlt sich jetzt angesprochen. Und ein Stückchen Weißwein jetzt, sagt er wirklich mal. Und eine saure Gurke. So, wir kehren jetzt ein. Wir haben die Route so geplant, extra natürlich, dass wir jetzt hier eine Tankstelle haben. Nein, die Planung ist natürlich zufällig. Aber wir nutzen die Gelegenheit jetzt und besorgen uns hier kurz noch was zu trinken und dann geht's weiter. Muss gar nicht lachen. Muss man tanken. Sieht man ja nicht. Muss tanken? Ja. Ob die hier auch Döner haben? Jetzt machen wir tatsächlich eine kleine Pause, weil uns die Frikadellenbrötchen so angelacht haben. Viele Grüße an dieser Stelle an unsere YouTube-Freunde, die immer ihr leckeres Essen filmen. Auch ihr wisst, wer gemeint ist. Ich blende euch mal mein Frikadellenbrötchen ein mit dem Krautsalat. Isosport Citrus Grapefruit. Hört sich gut an. Habe ich noch nie getrunken. Sollte ich vielleicht auch nicht schütteln. Komm. Wir hatten gestern Fastentag. Da ist jetzt das erste, was ich esse. Oder wir essen. Lecker. Das versaut uns jetzt natürlich die Zeit, ne? Wir wollten durchziehen. Ja gut, aber wenn der Frikadellenbrötchen nehmen, was soll man machen, ne? Ja. Kann was man soll man da machen? Gehen. Krautsalat ist da drauf. Salat. Also Mayo. Da muss man auch einfach Prioritäten setzen. Wenn wir jetzt ständig Frikadellenbrötchen essen, also an die Frikadellenherstellerfirmen, ne? Wir würden uns zur Verfügung stellen. Wir würden auch eure Frikadellen auf einem Brötchen probieren. Und davon berichten. Wir können ja einfach durchziehen, wir müssen nach Kranenburg gehen. Die Tour holen wir übrigens mal nach. Das fuchst mich, dass wir das nicht geschafft haben. Ich dachte, kurz wollen wir irgendwie hin und überfahren. Ich dachte, ich auch. Ich dachte, wann hältst du denn an? Die nächste Tankstelle und fährt fast unsere Kamera hier oben. We'll be right back.
Und das da, liebe Kinder, ist das Handy der 80er und 90er. Da ist vorne eine Tür dran und dann geht man da rein und dann kann man telefonieren. Ihr Lieben, wir haben Kalka erreicht und zeigen euch jetzt mal ein paar schöne Bilder. Kalka befindet sich am unteren Niederrhein im Kreis Kleve. Es ist eine durch und durch spätmittelalterlich geprägte Stadt. Neben Bürgerhäusern aus der Spätgotik ist hier auch das größte erhaltene gotische Rathaus des Rheinlandes zu finden. Auch die spätgotische St. Nikolai-Kirche mit ihren weltberühmten Schnitzaltären ist ein Highlight von Kalka. Die Bilder zum jetzt folgenden Kriegerdenkmal möchten wir nicht unkommentiert lassen. Dieses Denkmal ist sehr umstritten, da sich auf der Rückseite eine Inschrift befindet, die ohne Zweifel ein Zitat aus Hitlers Propagandaschrift Mein Kampf ist. Aus diesem Grund werden wir weder die Rückseite, an deren Seite die Inschrift steht, noch das Zitat zeigen. Zur Zukunft der Gedenkstätte gab es intensive Diskussionen, an deren Ende der Rat entschied, das Denkmal unverändert zu belassen, um die kritische Auseinandersetzung mit ihm, seiner Entstehungsgeschichte und seiner kriegsverherrlichenden Aussage zu ermöglichen und so eine demokratie- und friedensfördernde Wirkung zu erzielen. Diese und weitere Informationen erhaltet ihr auf der Seite der Stadt Kalka und auf den Infotafeln vor Ort. So, damit verlassen wir den Stadtkern von Kalka wieder und machen uns jetzt auf den Weg, die letzten so 4,5 Kilometer, und dann erreichen wir Schloss Meuland. Bleibt dabei! Das Wasserschloss, Schloss Meuland, befindet sich in Bettburg-Hau im Kreis Kleve. Es gehört zu den wichtigsten neugotischen Bauten in Nordrhein-Westfalen. Erstmals urkundlich erwähnt wird ein Hof namens Meuland im Jahr 1307.
Von diesem Zeitpunkt an wechselte der Besitz häufig durch Erbschaften, bis im Jahr 1766 die niederländische Familie Steengracht Eigentümer wurde. Meuland verblieb im Besitz der Steengrachts, ehe sie es der am 11. Juli 1990 gegründeten Stiftung Museum Schloss Meuland schenkten, deren Ziele der Wiederaufbau der Anlage und ihre Nutzung als Museum waren. Die Brüder Franz Josef und Hans van der Grinden hatten 1987 den Anstoß zur Gründung der Stiftung gegeben, da sie auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ihre private Sammlung moderner Kunst waren. Am 24. Mai 1997 war das Gebäude dann vollständig renoviert und konnte samt Gartenanlage wieder eröffnet werden. Zusätzlich zur Nutzung als Museum ist das Wasserschloss heute auch eine Event-Location für Hochzeiten, Tagungen, Open-Air-Events und andere Veranstaltungen. Der Kräutergarten des Museums Schloss Meuland ist einer der größten und attraktivsten Kräutergärten in der Region. In 16 Einzelbeeten befinden sich über 350 heimische und ausländische Kräuter, darunter Kräuter des Anholter Meuländer Kräuterbuchs, Giftpflanzen, exotische Kräuter, ein Beet mit Kräutern, die aus der Antike bekannt sind, außerdem Arzneipflanzen und Kräuter, die in der Pflanzenheilkunde der Hildegard von Bingen eine Rolle spielen, sowie Küchenkräuter. Die Hortensienblüte im Schlosspark ist ein alljährliches Highlight. Beeindruckend ist das Bild zur Hauptblütezeit, Juni bis August. Die Hortensiensammlung im Schlosspark umfasst etwa 2500 Pflanzen aus über 530 historischen und aktuellen Sorten und gehört damit zu den größten Sammlungen in Deutschland. Ihr Lieben, und damit verabschieden wir uns hier aus dem Park bei Schloss Meuland. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Also wir können nur sagen, Kalka ist ein Besuch wert und Schloss Meuland auch auf jeden Fall. Wir hoffen, wir konnten euch das so ein bisschen zeigen. Wir sind jetzt nicht nochmal durch den Torbogen gegangen, weil es ist Samstag, hier sind viele Hochzeiten. Da wollten wir jetzt mit unseren Chris und Liz am Limit-Shirt nicht die Hochzeitsfotos crashen. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen, weil das ist hier richtig schön. Wir hatten jetzt leider nicht so viel Zeit, wie wir sie hier vielleicht gern gehabt hätten. Aber wir werden sicher mit Kindern nochmal wiederkommen. Wir haben euch auf den Spielplatz mal aufgenommen, sehr schön gemacht.
Wir können euch nur empfehlen, auch mal hier hinzukommen. Wir sind heute übrigens 20 Kilometer in ungefähr 4 Stunden gelaufen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Abo da und einen Daumen. Wir würden uns freuen. Ich sag schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.